eine Möglichkeit, der streift wirklich vorbei am Pfosten. Es will heute nicht sein. Jetzt vielleicht Berisha, Suricht und Demirovic in der Mitte, Nakamura völlig frei. Es ist endlich soweit, wir zocken eine Managerkarriere mit dem FC Augsburg und ich habe mir da was richtig Cooles überlegt. Wir spielen nach der Winterpause, nach der WM in Katar, übernehmen den FCA hier auf Platz 14. Wir sind mitten im Abstiegskampf und es gibt auch einige Hiobsbotschaften. Unter anderem Ruben Vargas und Gummi haben uns nach einer guten WM verlassen. Das tut richtig weh. Wir brauchen auf jeden Fall so oder so Verstärkung. Strobel und Caligiuri habe ich eben so schon verkauft. Jetzt schauen wir einfach mal direkt rein, Leute. Und wenn euch das Projekt gefällt, ihr wisst Bescheid. Dann supportet mich mit einem Daumen nach oben. Die Augsburg-Fans, sondern die gesamte Fußballwelt wurde von dieser Meldung überrascht. Newcastle United hat die Freigabeklausel im Vertrag von Ruben Vargas gezogen und geht davon aus, sich seine Unterschrift in den nächsten Tagen zu sichern. Wir werden sie in der Angelegenheit auf dem Laufenden halten. Ich kann nur so viel sagen, es ist passiert. Und hier passiert es auch offiziell. Er packt seine Koffer. Schweren Herzens muss sich Ruben Vargas hier begleiten. Er nimmt seinen Flug nach England. Nach einer super WM verlässt er den FC Augsburg. Er hat sich ohnehin nicht so akklimatisieren können, wie wir uns gewünscht haben. Vielleicht ist er dort auch besser aufgehoben. Wir müssen erstmal schauen, dass wir da unten jetzt ohne Ruben Vargas rauskommen. Viel Glück, Ruben. Und Caligiuri geht ablösefrei nach Besiktas. Viel Glück dir, mein Guter. Kubek bekommt hier ebenfalls ein Angebot. Der wirklich überperformt, den möchte ich unbedingt vorne haben, um uns noch einen gewissen Spielwitz und Kreativität zu bringen. Und wir gehen mal direkt rein in die Verhandlungen. Es kommt hier zum Treffen im Restaurant. Kaito, völlig überrascht, freut sich hier wahrscheinlich schon auf die Bundesliga. Wir werden hier auf jeden Fall ihn überzeugen können, dass er kommt. 5 Millionen Ablöse haben wir uns schon geeinigt. Ich werde ihm auf jeden Fall eine wichtige Rolle gleich zusprechen. Sehr gut, dass es spricht. Unser Vorstand und mein Klient ist mit dem vorgeschlagenen Rolle einverstanden. Sehr gut. Ich möchte ihm hier einen 4-Jahres-Vertrag anbieten, also die Zukunft so lang wie möglich halten. Das passt auch für Sie. Keine Freigabesumme, das ist perfekt. So haben wir nämlich auch Ruben Vargas verloren. Und ja, das Gehalt, er verdient aktuell 14.500. Da werde ich auf jeden Fall nochmal hochschrauben. Wir können es uns leisten. Ich gebe ihm hier bei uns 17.000. Er ist ein wichtiger Spieler. Damit sollte er auf jeden Fall zufrieden sein. Das ist ein faires Angebot. Er ist damit zufrieden. Ja, dann würde ich sagen, willkommen Nakamura in Augsburg. Und da kommt er schon. Unser erster Megatransfer für die Rückrunde. Also wie gesagt, dieser Spieler wäre mein absoluter Wunschspieler. Ich wäre sogar an Augsburg Stelle bereit, hier ein großes Risiko einzugehen, wenn man sieht, was der für Skills hat und was für ein Talent. Der kann helfen. Von Lask Linz kommt er hier aus Österreich mit unglaublich guten Scorerwerten. Millionen kostet uns der Spaß. Eine Nachricht von Raphael Framberger, der natürlich jetzt hier auf rechts spielen will. Letztendlich werden sie sich einen ersatzrechten Verteidiger suchen, aber geben sie mir die Chance für ihn zu spielen. Ich glaube, ich schaffe das. Streng dich an, dann kann es klappen. So, jetzt nochmal zur Erklärung. Mein erstes Spiel als Trainer wird am 18. Spieltag gegen Frankfurt sein. Enno Maaßen hat noch ein Spiel sozusagen gehabt, hat 4:1 verloren gegen den SC Freiburg in Freiburg. Da war dann Schluss und jetzt komme ich ins Spiel und habe uns natürlich gleich einen Spieler mitgebracht. Ich muss hier fast gewinnen zu Hause gegen Frankfurt, die auf Platz 7 stehen mit 29 Punkten. Also wirklich ein starkes Team, spielt um Europa mit, ist ein richtiger Härtebrocken. Das ist total verrückt, ihr seht es hier, Jago, Dorsch und so, alle natürlich sehr viele Einsätze. Aber was jetzt wirklich, das wirklich was zu unerklärlich ist, Berisha nur 4 Einsätze, Demirovic nur 3, ja, die werden jetzt bei mir natürlich total gefördert. Merkel immer mit 2 Toren, Demirovic noch mit 0 Toren, nur 1 Assist. Ja, es ist natürlich sehr wenig, aber die Jungs werden ja bei mir jetzt volle Kanne eingesetzt und sollen gleich gegen Frankfurt das Ding vorne rocken im 4-3-3-System. Ja, ich habe mich für folgende Aufstellung entschieden. Udokai Oxford, zentralen Abwehr bei mir gesetzt. Jeff wird es bei mir schwer haben, wird vielleicht sogar verkauft werden. Kapitän dadurch jetzt Dorsch bei mir, Jago und Petersen auf der Flügelverteidigerposition. Gummi ist ja auch weg. Grueso als Abräumer. Meier muss es heute mal auf der
den probieren. Na, ich teste es einfach mal. Ich werde da schauen, dass wir noch ein Spiel kriegen. Nakamura gibt sein Debüt auf rechts außen. Der Vertreter ja von Vargas. Demirovic auf links. Schauen wir mal, was wir in den Gänge kriegen. Und Berisha im Sturm. Bei Frankfurt Götze, Bure, ja, die werden uns richtig die Hölle heiß machen. Wahrscheinlich kommt da von der Bank noch Kolomoani. Und ich würde sagen, wir gehen rein ins Spiel. Viel Spaß, Leute. Und Raphael Bore wird hier gehighlightet. Er hat im letzten Spiel 3 Tore erzielt. Auf den werden wir höllisch aufpassen müssen. Scheint mega in Form zu sein. Und damit herzlich willkommen zusammen zum 19. Bundesligaspieltag. FC Augsburg trifft auf die Eintracht aus Frankfurt. Beim FCA gab es ja einen Trainerwechsel. Enno Maaßen musste den Platz räumen und ein Augsburger YouTuber, Dennis 1907, bekam den Job auf der Trainerbank und gibt dir heute sein Debüt daheim vor fast vollem Haus bei, ja, richtigen Sauwetter, kann man sagen. Es schneit aus Kübeln. Ne? Es wird ein unangenehmer Platz, unangenehm hoch 10. Aber der Trainer hat sich einiges vorgenommen, möchte hier auf jeden Fall die ersten 3 Punkte einfahren. Ja, die Fans sind auf jeden Fall gespannt auf das Debüt und die Mannschaften checken hier erstmal ab. Niklas Dorsch ist der neue Kapitän unter dem neuen Trainer. Jeff Golau ist scheinbar nicht mehr großartig in den Planungen. Und Petersen macht hier die Rolle auf rechts, da Gumni ja den Verein verlassen hat. Genauso wie Ruben Vargas, er ist nach Newcastle gegangen, dort wurde die Klausel einfach gezogen. Und jetzt stehen wir kurz vorm Anpfiff. Das Debüt geht los. Auch der Gästeblock natürlich total voll. Die Frankfurter haben wieder alles an Zuschauer, was Rang und Namen hat, mitgebracht. Ja, ein Wahnsinnsverein, eine Wahnsinnsentwicklung hinter sich. Und los geht's. Augsburg öffnet das Spiel über Niklas Dorsch. Mal sehen, wie sich die Mannschaft schlägt. Was schon mal gesagt werden kann, es soll viel mehr Kurzpass und gepflegter Fußball gespielt werden, nicht nur lange Bälle. Das ist jetzt erstmal der Ansatz und wir schauen uns gleich mal die ersten Minuten an. Iago vertändelt hier erstmal den Ball und der erste gefährliche kommt da über Mario Götze. Mario Götze ist da etwas alleingelassen, macht, löst das natürlich mit seiner Technik genial. Jetzt muss Augsburg gleich mal aufpassen. Boah, Ansgar Knauf, das geht ein bisschen leicht und da ist das 1:0 durch Hasebe. Das tut richtig weh, da hat, ja, der FCA richtig geschlafen, anders kann man es nicht sagen. Götze, der das klasse macht, da in Überzahl verlagert, da Zeit schindet und dann konnten die anderen aufrücken. Ansgar Knauf, klasse gegen Udokai, der hier wirklich wie ein sterbender Schwan rumläuft. Komplett verloren, löst seine Position und Hasebe stößt in diese Reihen und macht das 1:0. Das tut natürlich jetzt erstmal richtig weh und da ist der Trainer natürlich jetzt außer Rand und Band. Völlig verständlich. Ja, Hasebe sein erstes Tor in 8 Spielen. Iago, jetzt mal über Demirovic. Ah, der bekommt keine Unterstützung, macht das klasse, löst sich. Oh, da läuft Berisha ein, macht er das Tor, Berisha. Pfosten. Das wäre die Antwort in der 11. Spielminute. Toll inszeniert, glaube ich, hier von Arne Meyer. Auf jeden Fall Berisha, Demirovic, der ist super durchtankt. Berisha muss den eigentlich machen. Da fehlt gerade die Selbstverständlichkeit scheinbar noch vom Tor. Bitter. Götze. Pellegrini. Oh, Frankfurt findet da immer Räume. Da geht keiner hin. Riesenparade von Gikiewicz. Keiner geht da an den Mann. Alidou kann sich da einfach durchsetzen. Und der nächste Schuss, Latte. Oh, Frankfurt ist voll da. Und jetzt vielleicht die Kontermöglichkeit. Aber Frankfurt zeigt Riesenqualität natürlich hier. Gibt es hier eine Kontermöglichkeit. Über Arne Meyer. Berisha versucht den Chipball. Arne Meyer behauptet sich. Aber ist natürlich keiner aufgerückt. Am Langpfost vielleicht Demirovic. Der kommt wie ein Ei. Aber leider nicht durch Dorsch. Nakamura findet Demirovic. Oh, und es gibt Abseits. Ah, der Emi regt sich hier richtig auf. Hat sich viel vorgenommen unter dem neuen Trainer. Nakamura möchte das hier schön lösen. Seine erste Aktion war haarscharf abseits natürlich. Richtig schade. Hätte mehr draus werden können. Demirovic, schade. Da fehlt ein bisschen noch das Timing. Aber Augsburg schwimmt hinten. Das muss man auch ehrlich sagen. Das muss besser werden. Verlagerung von Oxford. Petersen schwach.
Götze findet hier wieder die Lücke. Ansgar Knauf mit seiner ganzen Technik. Iago passt auf. Jetzt welche Konter wieder. Demirovic leitet das Ding ein, ist aber ein bisschen allein, kommt keiner nach. FCR tut sich schwer ins Spiel zu kommen. Frankfurt findet immer wieder Lücken. Jetzt an Nakamura. Was kann der Neuzugang bringen? Nakamura. Da passt ein bisschen das Timing. Petersen. Mit Nakamura. Keito Nakamura. Findet Mergi Berisha und Demirovic. Boah, sie kommen nicht durch. Nakamura versucht jetzt ein bisschen das Heft in die Hand zu nehmen. Herr Panama, unglaublichen Zahlen hier natürlich nach Augsburg kommt und die Fans erwarten sich viel von diesen kreativen, quirligen Japaner. Urukai klärt hier klasse. Alemaya findet Demirovic, der hier schön sich auf dem Flügel mal anbietet. Bringt die Flanke und da ist Berisha. Der Winkel ein bisschen zu spitz, aber Augsburg versucht hier alles, was drin ist. Na, es ist natürlich schwierig, bei diesen Bedingungen ins Spiel zu finden. Trapp lässt sich jetzt natürlich auch Zeit, will erstmal das Ding in die Halbzeit bringen. Die Augsburger werden zumindest etwas stärker jetzt. Jetzt hier Raum zu schaffen und er macht es. Er setzt sich durch. Klasse mit Grueso zusammengespielt. Wieder Nakamura, der auf jeden Fall hier versucht, zumindest Dampf zu machen. Na, er muss natürlich erstmal ein bisschen mit den Teamkollegen anspielen, aber er ist bemüht und das ist jetzt erstmal der Halbzeitpfiff. Frankfurt führt 1:0 durch einen Lapsus sozusagen, wo Götze auch super inszeniert, hinten von Urukai, der ein bisschen da die Orientierung verloren hat und Hasebe hat das dann auch knallhart ausgenutzt. Ansonsten ein ausgeglichenes Fußballspiel ist noch drin. Es ist noch was drin für die Augsburger, sie müssen einfach dranbleiben. So Männer, es ist noch alles drin, ihr seid im Spiel. Klar war das bitter jetzt in der ersten Minute, das kann passieren, aber ihr müsst jetzt raus, Brust raus, ihr spielt euch ja so die Chancen. Bisschen noch genauer das Timing noch ein bisschen verschärfen. Nakamura, du vor allem weiter so, sei mutig, sei quirlig. Ja, und Berisha und Demirovic, wenn ihr die nächste Chance habt, knallt das Ding rein. Ihr macht es, also Männer, Brust raus, wir drehen das Spiel noch, auf geht's. Ja, Anpfiff der zweiten Halbzeit. Frankfurt führt durch Hasebe in der fünften Minute mit 1:0. Insgesamt geht das Ergebnis in Ordnung, wobei ein Remis wohl gerechtfertigter wäre. Mal sehen, wie sich das Spiel jetzt entwickelt. Jetzt treibt Petersen mal den Ball. Nakamura findet Berisha. Und da ist Arne Meyer. Er verstolpert den Ball hier beim unfassbar nassen Rasen. Da liegt sogar noch Schnee drauf, im wahrsten Sinne des Wortes. Ah, bitter. Da war eine kleine Lücke. Klasse, Zweikampfverhalten hier von Iago. Jetzt hat Dorsch, Berisha. Gibt es mal die Kontermöglichkeit. Demirovic, jetzt mal auf den Flügel, macht Dampf, Junge. Demirovic macht Dampf über den Flügel. In der Mitte ist doch so keiner anspielbar. Jetzt Arne Meyer im Rückraum. Mergin Berisha, Kevin Trapp. Ist natürlich auch ein klasse Torhüter hier. Und da der erste Wechsel, Kolumuani kommt für Raphael Bure. Das ist natürlich Qualität. Und auch Augsburg wechselt. Es kommt für Arne Meyer Jensen auf die 10 und Baumgartlinger kommt für Carlos Grueso und 1:1 wechseln da auf der 6. Mal sehen, ob Jensen hier die nötigen Impulse setzen kann. Jetzt wieder fit. Und Berisha bei der Ecke. Es wird scheinbar kurz ausgeführt. Jensen kommt kurz. Wird das seine erste Sehne? Legt hier einen Rückraum für Kaito Nakamura ab. Der verpasst hier aber etwas, das Timing. Ah, Oxford, ja, leider, das war nix. Hier. Nakamura löst das hier klasse mit Petersen. Der treibt jetzt an, jetzt ist hier mal wirklich ein bisschen Platz. Finden sie die Lücke. Jetzt läuft Berisha steil, der ist auch durch. Berisha und wieder Kevin Trapp, der das Ding entschärft. Das ist doch unfassbar, der Trainer kann es auch nicht glauben. Ja, Carlos Grueso hier mit kleinen Smalltalk. Wie konnte der denn halten, der Trapp? Ja, das frage ich mich auch, sagt wahrscheinlich hier Dennis zu ihm. Wahnsinn. Nochmal Ecke, Jensen. Nakamura wird da gesucht, er schlänzt, aber Kevin Trapp hält den. Schade. Es soll nicht sein, die Zeit läuft den Augsburgern leider davon. Hier ein kleiner Schnitzer, aber die Frankfurter Glück hätte auch in die Hosen gehen können. Berisha wieder. Jetzt geht Nakamura mal steil. Die Frankfurter machen jetzt auch einige Fehler, lassen ein bisschen Körner. Nakamura. Nakamura findet im Rückraum jemand Jensen. Was ist denn hier los? Das darf nicht wahr sein. Was war denn das für eine Torschuss? Nakamura, der das klasse macht. Demirovic.
bringt den mal nicht hinter die Linie. Jensen kommt dann auch nochmal. Eine Balltrap wäre eh da gewesen. Wahnsinn, was die Augsburger für Chancen vergeben. Es soll nicht sein. Jetzt kommt auch nochmal Florian Niederlechner für die letzten Minuten und Framberger für Petersen. Ja, der Trainer probiert halt noch irgendwas. Vorne fehlt es an Alternativen jetzt gerade. Es muss halt Flo es jetzt machen. Und der lange Ball von Trapp kommt natürlich auch sensationell. Framberger klärt. Jetzt ein Umschaltmoment. Aber der geht wirklich völlig in die Hose und das ist Kolo Muani, der ist gefährlich. Jetzt vertändelt der Ball hier allen. Kolo Muani, der hat den Körper und Giekewitz hält. Ja, den Augsburger läuft. Ja, sie kriegen den Ball nicht ins Netz. Sie kriegen einfach den Ball heute nicht rein. Es soll nicht sein hier beim Debüt zu Hause. Und Frankfurt ist halt einfach auch wirklich ein Brocken. Baumgartling erklärt das hier klasse. Dann macht er sehr schlecht. Und das wird, oh mein Gott, fast die Entscheidung. Giekewitz hält die Augsburger hier noch im Spiel. Und Jago kriegt den Ball tatsächlich noch. Einwurf Augsburg. Was ein Kampfspiel jetzt. Dorsch treibt den Ball. Niederlechner bietet sich hier an. Ist da nochmal die Lücke? Auf dem Flügel geht hier Dorsch. Eklas Dorsch. Florian Niederlechner. Was eine Möglichkeit. Der streift wirklich vorbei am Pfosten. Es will heute nicht sein. Das Ding will heute nicht ins Netz. Oh, das war die 89. Spielminute, wohl die letzte Aktion. Und Niederlechner hatte es wirklich hier nochmal auf dem Fuß. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Die Augsburger haben ja einiges an Chancen auch eigentlich liegen lassen. Sie waren nicht die schlechtere Mannschaft. Und jetzt nochmal Frankfurt. Über Götze, boah. Ja, und das war's. Es ist bitter, das Debüt des Trainers geht in die Hosen zu Hause. Aber die Mannschaft kann sich nicht mal viel vorwerfen. Aber am Ende bleibt Fußball ein Ergebnissport. Na, Demirovic hatte auch eine große Chance. Ja, Nakamura konnte in seinem Debüt noch, ja, er war bemüht, aber konnte nicht alles ändern. Aber letzten Endes verliert Augsburg durch einen Lapsus in den ersten Minuten. Sie konnten nicht mehr antworten. Und jetzt gehen wir zur Pressekonferenz. Vielen Dank, dass Sie schon so kurz nach Spielende bei uns sind. Sehr gerne. Was haben Sie? Warum hat Rex Fischer keine weitere Chance in der Startelf bekommen? Ja, Rex war heute einfach nicht so weit. Die Konkurrenz auf dieser Position ist auch einfach groß. Ich muss auch erstmal ankommen. Ich verstehe gar nicht jetzt gerade die Frage. Ich bin gerade mal seit ein paar Tagen da. Bitte konzentrieren wir uns auf das Sportliche. Rex wird spielen, wenn er soweit ist. Und ich muss auch erstmal die Mannschaft öfters im Training sehen. Ist doch ganz klar. Nach 11 Spielen immer noch kein Sieg, müssen sie nun zu ungewöhnlichen Maßnahmen gehen, um die Krise zu beenden. Ich bin doch gerade erst gekommen. Na, wie gesagt, ich muss die Mannschaft kennenlernen und klar ist es eine Krise, eine große Krise. Wir müssen aufpassen, aber ich bin ganz optimistisch, wenn wir so weiterspielen, dass die Punkte automatisch kommen werden. Na. Das zweite Spiel gegen Eintracht ist nicht so gelaufen, wie sie erhofft hatten. Was ist schiefgelaufen? Ja, was ist schiefgelaufen? Die ersten 5 Minuten, wo wir das Gegentor kriegen. Ansonsten hat Frankfurt auch jetzt nicht so viel gemacht. Es war ansonsten ein 50-50-Spiel. Wir hätten auch unsere Chancen machen können. Wie gesagt, gib mir ein bisschen Zeit. Wir waren im Spiel, wir waren im Spiel. Wir hätten unser Tor machen können. Frankfurt hatte auch Chancen, aber insgesamt wären Unentschieden in meinen Augen gerechter gewesen. Aber ist jetzt so gekommen. Anfangsphase beim nächsten Spiel nicht verschlafen. Dann gewinnen wir auch das nächste Spiel. Ja, meine Lieben, das war's dann mit der Folge. Leider ohne Torerfolg, ohne Torjubler. Aber ja, ein gutes Spiel haben wir, finde ich, gemacht. Wir müssen uns nicht schämen. Wir werden reinkommen. Ja, Abstiegskampf wird gefährlich. Es kann sein, dass wir so auf dem Relegationsplatz noch rutschen. Dazu dann in der nächsten Folge mehr. Ich freue mich, wenn ihr das Projekt mit einem Daumen hoch supportet. Wie gesagt, ich werde jetzt in der Winterpause auf jeden Fall mehrere Folgen, denke ich, in der Woche bringen. Einfach, dass der Kanal hier auch lebt. Und wenn es euch wirklich sehr gut gefällt, werden wir auch, wenn es wieder weitergeht, eine Woche Folge pro Woche bringen. Dafür muss ich einfach euer Feedback sehen. Würde mich sehr freuen, wenn wir einen super Start hier haben. Euer Dennis, ich hoffe, es hat Spaß gemacht und wir hören uns. Ciao.